Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Thimbleweed Park mit mir, dem Herrn Gleich. Schauen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. So, also, wir gucken jetzt mal hier mit dem Betrachte Dose nicht wahren Zeichen verletzender Pupsi. Irgendwie muss ich mich ja bewerben, ne? Wir hatten ja das Thema gehabt hier, die wollte doch eine Bewerbung schreiben mit ihrem Computer, mit ihrem PC. Ich gehe mal jetzt einfach hier durch, dann komme ich immer auf der anderen Seite raus, denke ich mal. So, ich will jetzt nur da durchgehen, dann kommen wir ganz auf der anderen Seite raus. Haben wir uns gleich durchgezoomt hier. Da hinten in dieser Tür drin war, glaube ich, meine Bude. Genau. Schau mal, haben wir hier noch irgendwas? Benutze Bett, kann man I'll da have irgendwas plenty of machen? time to sleep once I get a job as a game designer. Hier. So. Das ist der Printron. So, und irgendwie muss es mir jetzt gelingen, mich mit der Computerzeitschrift. So, hast du das Zeug zu einem hochbezahlten Spieleprogrammierer? Die Schöpfer der Hits Three Lines of Haze, The Behind Jaggy Lines suchen nach qualifizierten Bewerbern. Du musst nur unseren umfassenden Programmierertest bestehen und schon bist du auf dem Weg zu einer aufregenden und hochprofitablen Karriere in der Computerspieleentwicklung als Mucus-led Spieleprogrammierer. Viele Überstunden, Pizza und so, das haben wir schon alles gehabt. Wir sehen hier ein Telefon. Das ist irgendwie eine Datasette, scheinbar oder sowas. Und da haben wir eine Floppy und da haben wir einen PC. Bewirb dich heute, verbinde dich per Computer mit Muckesflam für Details. Für Details. So, und wie geht das? Wow, an ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game company. This could be a dream come true. I'm going to apply. There's a modem number to call. Hast eine Mailbox-Nummer angegeben? Dann müsste ich wahrscheinlich, It's weil my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200. I'm dialing the Mucus Phlegm modem okay. number. It's connecting. I can't believe my computer's connected to Mucus Phlegm. Welcome to the new online Mucus Phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple mucus programming questions. Then print out the application and send it to Mucus Phlegm. We'll get back to you in exactly 5 days. What is your name? Dell Edmund. Thank you. What is your address? Wo bin ich denn? Wyoming, Wisconsin. Das ist eine gute Frage. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Alle oben erwähnt. Very ambitious. We like that. Please answer the following questions about our proprietary Mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. When the screen scrolls, it moves by. Mittels Memory Copy. Thank you for taking the Mucus Phlegm programming test. Unfortunately, you did not pass. Feel free to study up and take it again. I need to go find a book about mucus programming.
Graphics Basic, the powerful programming language. Unlock the full potential of your computer with over 100 additional English language commands. Now beginning programmers can create complex graphics, animation, and music without being a machine language programming So, hier gab es die ganzen Bücher, soweit ich mich erinnern kann. Hier war diese Bibliothek. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. It says out of order. The sign says it's out of order. Tja, und da komme ich jetzt nicht hoch, ne? So, dann muss ich mal mit dem Franklin reden, was da überhaupt los ist, warum geht diese blöde... Uncle Chuck never should have talked to you like that. He's right. My idea was worthless. I'm worthless. Dad, I don't like to see you like this. I liked your idea for the pillow factory. Chuck thought it was a bad idea, and he's right. He's never even read it. You need more confidence, and stop letting Uncle Chuck push you around. Thanks, Dolores. You're a great daughter. But Chuck knows what is best for the factory. Bye, Dad. I love you. Goodbye, Dolores. Kann man da nicht hochgehen? Terrible argument. Scheiße. Wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Terrible argument. Chuck, die Pflanze. Chucky's been in our family for years. He's a good plant. Chucky has been sitting here forever. Chucky has been sitting here forever. I don't want to move him now. Chucky has been sitting here forever. I don't want to move him now. Why not plush toys? Bye, Dad. I love you. Goodbye, Dolores. Sorry, Dolores had to witness that. No one will miss this out of order sign. The out of order sign is gone, so it's obviously fixed. Ja, haven't so been up here for a long time. So einfach geht das. Schild weg. Treppe funktioniert. So, schauen wir uns mal die Gemälde erstmal an. That's Uncle Chuck as a young man, with robots on his mind even then. That's my grandmother, Edith, and her second husband, Charles. I really admire them. That's my great-grandfather, Edmund Edmund, who was a great industrialist. That's my great-great-grandmother, Lady Edwina. That's my Scottish great-great-great-grandfather, Edyr the Dragonslayer. Ah, haben wir es so.
Das folgende Buch ist privat und vertraulich. Jede nicht autorisierte Reproduktion wird strafrechtlich verfolgt. Copyright 1986. Oh, da ging das damals schon los. Lucasfilm oder Lucasfilm Limited, alle Rechte vorbehalten, nur für interne Verwendung. Mucus ist die beste Adventure-Skriptsprache aller Zeiten. Mucus wurde das erste Mal im innovativen Spiel Menschen benutzt, also Maniac Mansion. Mucus ist eine kooperative Multitasking-Sprache, bei der mehrere Skripte gleichzeitig laufen. Mucus erlaubt bis zu 256 lokale Raumvariablen. Funktionen können bis zu 8 Parameter haben. Der Mucus Source Level Debugger läuft auf einem separaten Monitor. Variablen können während des Debuggens modifiziert werden. Kompilierte Skripte werden für den Vertrieb in MFL-Dateien gepackt. Verkaufsversionen werden mit unknackbaren XOR verschlüsselt. 8 Darsteller können gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Raumhintergründe werden in Zeichensätze komprimiert. Beim Scrollen wird der Bildschirm um 8 Pixel bewegt. Bis zu 256 Geräusche können pro Spiel definiert werden. So, das muss ich mir jetzt alles merken. Lokale Raumvariablen. 8 Parameter. Source Level Debugger läuft auf einem separaten Monitor, während diese Buggens modifiziert werden. MFL-Dateien, XOR, 8 Darsteller, 8 Parameter, 8 Darsteller. Raumhintergründe werden in Zeichensätze komprimiert. Beim Scrollen wird der Bildschirm um 8 Pixel bewegt bis zu 2. Kann ich mir das blöde Ding mitnehmen irgendwie? Das wäre doch nicht schlecht, oder? Wenn das mitnehmen könnte. Ich habe jetzt schon wieder die Hälfte vergessen, ey. Also schauen wir mal, ob ich es irgendwie mitnehmen kann mit dem Computer. So, hier irgendwo war es doch. Ist es das? Ach, da, ich hab's ja schon. Okay, also. Dann schauen wir mal, ob der Baba sich das richtig merken konnte. Und dann werden wir jetzt mal unsere Bewerbung an Lucasfilm, Lucasfilm oder Mucke, ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau hießen, schreiben. Auf. Hoch, 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 du musst hoch. Gehen wir zur Halle. Öffne, da hinten ist meine Tür, jetzt benutze ich den Computer und werde mich nochmal bewerben. Please answer the following questions about our proprietary Mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. When the screen scrolls, it moves by 8 Pixel. Next question. Variables can be modified while debugging your program. Richtig. Next question. How many actors can 8. Be displayed at one time? Next question. What are room backgrounds compressed into? Zeichensätze. Thank you for taking the Mucus Phlegm programming test. Congratulations, you passed the Mucus Phlegm programming test. Yay! I answered all the Mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. I printed my job application, but the page is blank. Maybe the printer is out of ink. This printer ribbon looks all dried out. It won't print anything. Okay, just a Farbband here. Oh. Flask of extreme chili sauce by Bra. Scharfe Soße benutzen, ne? Oh nein. Wow!
Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Schafe so. I think I'll just be careful with them. That's good enough for now. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. I can't re-ink the ribbon with an empty bottle of printer ink. Okay, also so komme ich jetzt nicht weiter. Bedeutet, ich brauche jetzt tatsächlich Druckerfarbe. Und jetzt muss ich gucken, wo ich die... Ich gehe mal hier am besten rein, da komme ich wieder ganz nach hinten rüber. Zack. Jetzt bin ich wieder da. Das ist optimal, diese Türen. Ich muss wieder zu dem und muss mal schauen, ob ich da irgendwo jetzt was herbekomme. So. Druckerfarbe. It's a defunct robot prototype. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Okay, dann gehen wir halt zu meinem Vater, wenn du meinst. Wird man so. Gehen wir wieder hier durch. Schneller geht's nicht. So, dann müssen wir runter in die Bibliothek. Und dann laufen wir zum Papa und fragen den mal, ob der mir da weiterhilft oder ob der uns weiterhilft. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. I see some black powder around. I better hold on to this. Hi, Dad. I love you. Goodbye, Dolores. I should stick up for myself. Ricky Lee's famous thimbleberry pie, hot from the oven. This must be where pies go when they die. Why not plush toys? I'm keeping Lurline with me. Forever. I'd better hold on to this. Das war da unten nochmal. Ach, das war die Küche. The glass is now filled with water. This isn't a water-based ink, not with that smell. And I wouldn't want to print something that could wash away. Nochmal, was hat sie gesagt? This isn't a water-based ink, not with that smell. And I wouldn't want to print something that could wash away. Kann ich rausgehen? It's very dry firewood. Ich habe gerade. Still impressive. Na, das hat aber jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte gedacht, ich könnte vielleicht irgendwie hier. It's very dry firewood. It's a gas can. Don't get your hopes up, though. I can't use the bottle with that. Ich kann mit der tatsächlich. I can't leave the mansion yet. Ach, das Menschen, okay.
Das soll Manic Manson sein, okay. I can't leave the mansion yet. Ja, ist ja gut. So, also, ich komme hier nicht raus. Also, bedeutet, wir haben echt ein Problem jetzt. I don't want to open it. Vielleicht kann ich hier irgendwie den Kamin entfachen. Nein. Still impressive. Nee, geht nicht. So, da unten war die Küche. Da oben war das mit dem Buch, also mit den Büchern. Jetzt gehen wir nach der klassischen Methode vor. So wie ich das früher mal gemacht habe, wenn ich echt nicht weiter wusste, habe ich alles durchprobiert. I'm at the staircase. Should Nein, I use it? Du hast sie nicht benutzt. Chuck is such a bully. So, also. I don't want anyone else to read my journal. Dad's not a big fan of thimbleberries. Not after that time he broke out in huge welts. I'd better hold on to this. I'd better hold on to this. Irgendwas muss ich dem noch geben können. I'd better hold on to this. Shit. No one in this town but me appreciates the genius of this software. I'm keeping Lurleen with me. Forever. I'm not giving this away. No one else will understand it. I'd better hold on to this. Okay, das hat so nicht funktioniert. Alles klar. Also dem brauche ich jetzt gerade gar nichts zu geben. Dann gehe ich zu meinem... Das ist eigentlich mein Onkel. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas benutzen können. Gehen wir wieder hier durch. Also, machen wir das ganze Spielchen jetzt. Look, Uncle Chuck, your favorite, a freshly baked thimbleberry pie from the pie shop. Why, thank you, Dolores. You know me and my love for thimbleberry pie well. I'll eat this as soon as I finish this little project. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Tut mir leid, dass ich das jetzt so machen muss, aber ich hoffe, dass irgendetwas... Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Irgendwas vielleicht bei ihm funktioniert. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested.
Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. I'm keeping Lurline with me. Forever. I'm not giving this away. No one else will understand it. Look, Uncle Chuck. Dolores, you know how busy I am right now. Maybe your father would be interested. My dear Dolores, please leave my box alone. You may open it up as soon as you've taken over the pillow factory. It's a defunct robot prototype. It's a letter to my Uncle Chuck. The stamps haven't been canceled. I'd better not touch it. Uncle Chuck gets real angry if I'm too- It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto-stamp cancellation machine has failed again. And hold on to this. This was Uncle Chuck's. I don't want to give it away. Habe ich irgendwo was übersehen? Habe ich irgendwo etwas übersehen? Was habe ich übersehen? It doesn't work in that. It doesn't work in that. This isn't a water-based ink, not with that smell. And I wouldn't want to print something that could wash away. Ich denke, es wird an der Zeit, mal wieder die Hilfe anzurufen, oder? It says need 4468. Okay, lass uns mal schauen, was uns die Hilfe jetzt weiter sagt. Also irgendwo muss er jetzt hier war ja ein Telefon 4468. Ich habe jetzt gerade im Moment überhaupt keinen Plan. Irgendwas übersehe ich. I'm at the staircase. Should I use it? Why not, plush toy?
Nein, das war falsch. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? You need to make ink. Talk to Uncle Chuck for some clues. Thank you. Goodbye. Also doch zu Onkel Chuck. Also es funktioniert nicht, wenn ich ihm... Okay. Also gehen wir nochmal hoch. Ja, manchmal kann es schon sehr, sehr schwierig sein. So, also Onkel Chuck, rede mit ihm. Hello, my favorite niece. Uncle Chuck, do you have any new printer ribbons? You know I don't buy new ribbons, I just re-ink them myself. Printer ink is a scam. I didn't get rich by wasting money. Just get some polycyclic hydrocarbons along with methyl ethyl ketone and make the ink like I showed you. Of course. Thanks, Uncle Chuck. Was? Hello, my favorite niece. Was soll ich machen? How do I make printer ink? Printer ink is a scam. Make your own, like I showed you. And if you really want to do it cheaply, just get some ash and gasoline and mix well. Of course. Thanks, Uncle Chuck. Asche und Benzin. Okay, Benzin war unten. Asche kann ich wahrscheinlich... Ja, mit dem... Ich muss das andere anzünden, ne? Ich glaube, ich war auf dem richtigen Weg. Ist in dem Kamin Asche? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, da unten ist der trockene Holzstapel. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich... Ist hier Asche? Nö, geht zum Kamin. Brauche ich keine, gibt's keine Asche. Aber draußen ist dieser trockene Holzstapel. Und da haben wir den Benzinkanister. So. It's very dry firewood. That doesn't seem to work. Ich muss mich eigentlich direkt neben dran. Still impressive. So, jetzt nochmal. Das muss jetzt klappen. Brennt immer noch nicht. I don't think I can light up the entire wood pile. Too much mass. Maybe just a single log. Ah, okay. I can't use the firewood there. Ah, im Kamin. Okay, alles klar. Alles klar, im Kamin. Jetzt mit dem Wasser wieder ablöschen. Jetzt haben wir Asche. Great. Now I'm carrying around a handful of black soot. Benzinkanister. That would just make a mess. The ink bottle is now full of black fireplace soot. I can't use the bottle with that. That doesn't seem to work.
It doesn't work with that. It's clearly a sign. I can't use the bottle with that. It's a gas can. Don't get your hopes up, though. I don't feel like the taste for non-train bark infringing poopsie now. I think I can light up the entire wood pile. Too much mass. Maybe just a single log. The ink bottle is now full of black ink. So muss man's machen, okay? That should do it. The ribbon is now fully inked. Yay! I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. Oh, there's no paper in the Printron 3000. There, the blank paper is back in the Printron 3000. Yay! I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. I always like to watch this part. What? Now I just need to stamp the envelope. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto-stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. I'm already holding it. I have to find a safe way to remove the stamps. Mikrowelle, Wasser, Wasserglas. Brief rein, Küche. Jeder, der das früher mal gemacht hat, die meisten von euch Kindern oder so, kennen das gar nicht mehr. Aber früher hat man tatsächlich Briefmarken mit Wasser, Dampf abgelöst. So, nutzen das Glas mal mit der Spüle. The glass is now filled with water. Yeah, okay. It's pouring out water. So, es könnte unter Umständen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier mit der Mikrowelle funktionieren wird, aber unter Umständen klappt's. I'd have to pick it up first. Schauen wir mal. Jetzt müsste eigentlich die Briefmarke durch den Wasserdampf sich von dem Brief lösen. Das geht. Schauen wir mal. It's a letter to my Uncle Chuck. The stamps haven't been canceled. Ah, die Briefmarken, siehst du? Hm.
My letter to Mucus Phlegm is now stamped and ready to mail. How exciting! I hope I get the job. So, Bewerbung ist raus. Schauen wir mal, ob sie es geschafft hat. Oh Gott. Hiya, Dolores. I have a letter for you. Oh! Good luck. See ya. I think I want to open this in my room, just in case it's really bad news. Now that I'm in my room, I'm still so scared to open it. I need to get up my nerve. Come on, Dolores, you can do it. What's for Apple? Okay, but if it's a no, that means I'm stuck in Thimbleweed Park and have to take over the pillow factory. I don't want to do that. It would make it look red. It's a letter from Mucus Phlegm. Did I get the job? Okay, but if it's a yes, what will become of Dad, stuck here alone with Uncle Chuck? Okay, but... Okay, I'm opening it. Yes! It's a job offer from Mucus Phlegm to be a game programmer. I'm so excited! Can't wait to tell Uncle Chuck. He'll be so proud. But first... Wie geil. Ja, die zelebriert er richtig. Also. So, soll ich wirklich Onkel Chuck erzählen? Ich glaube, der dreht durch. Hello, my favorite niece. Uncle Chuck, great news. Yes, Dolores, what is it, my dear future leader of Pillowtronics? Here, read this. You're what? You're giving up the opportunity to run Pillowtronics to be a game programmer? Yes, that's what I've always wanted to do. Not run Pillowtronics. I'm leaving on the first bus out of Thimbleweed Park. Then, Dolores, you are out of my will. You're giving up over $10 million. That's $20 million in 2017 dollars. Just to pick an arbitrary date in the future, you are dead to me. Dolores broke Uncle Chuck's heart and started programming those murder simulators. Real-life murder is the next logical step for her, sweetie. Stop her before she schemes her way into sweet Uncle Chuck's inheritance. Sure, we'll get right on that. Come back and see me soon, sweetie. Ciao. No one is in there.